So, hallo, guten Morgen, meine Lieben. So, heute haben wir den 12.01. Da kommen wir mal wieder zur Tageslegung. So, ich lese ja immer die Kommentare, ne? Wir haben ja viel auch mit toxischen Dingen da im Moment in den Karten zu tun, was allerdings auch besser wird. Da möchte ich euch mal einen Kanal empfehlen. Wenn ihr ein toxisches Umfeld habt, Partner, Familie, Vermieter, es kann ja alles Mögliche sein, Arbeit, empfehle ich euch mal den Kanal Hilfe für Opfer von Narzissten. Das macht die Artemis Senkstock, die macht das gut. Dann gibt es noch einen Kanal, das ist Lorei Training, das macht die Susanne Lorei, die macht das auch sehr gut. Ja. Genau, da könnt ihr mal euch informieren und mal gucken, ne? Ja. Dort werdet ihr verstanden, dort kriegt ihr auch eine große Hilfe. So, und ich komme jetzt mal zu den Karten. Heute hole ich mal die Vertigo-Orakel von der Nadine Breitenstein. Am Ende ziehe ich ein Krafttier oder mehrere von Joe Ruland. Hole die Heartflame-Cards von der Evan Waden. Und von der Ruin Virtue, Dreadlight Valentine, das Feen-Tarot. So, da gucken wir mal auf die heutigen Energien. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Heute Nacht habe ich mal die erste Nacht ein bisschen besser geschlafen. Ne? Länger geschlafen, aber schlecht geträumt. Ne? Ja, im Moment strömen so alle negativen Energien oder auch positive Energien auf uns ein, ne? So, da fange ich mal an. Die Karten sind immer zeitlos und müssen nicht auf jeden zutreffen, ne? Die werden heute gelegt, die können aber auch in nächster Zeit eintreffen, ne? So, ich probiere mal, weil ich habe immer noch, wie ihr hört, die Grippe. Ja, ich habe auch extrem stressiges Leben und das wirkt sich halt auf das Immunsystem aus, ne? Im Namen Gottes. Um was geht es denn heute? Um deine Befreiung, dass du ausbrichst, ne? Aus dem, was dir schadet, Ketten sprengst, dich zu neuen Ufern aufmachst, ne? Darum geht's. So, die versteckten Einflüsse sind, ja. Es geht um Reichtum, um Fülle, also Reichtum auch reich an Liebe und alles, ne? Ja, dass du in die Fülle gehst, wächst, gedeihst, dass das, was du tust, ja, dass du mal üppig was bekommst, ne? Es geht um dein Glück, dass du zu deinem Lebenshöhepunkt kommst, Freude hast, ne? Du bist auch sowieso so jemand, der womit wenig zufrieden ist. Du findest dein Glück und wirst glücklich sein, ne? Sag Nein zur Ablehnung, ne? Ja, lass dir nichts gefallen. Wenn du mit was nicht einverstanden bist, ne? Kurzes Wort, nein, mag ich nicht, ne? Kann sein, dass du dich auch ein bisschen passiv verhältst, ne? Ja, aber auf jeden Fall gehst du mal in den Widerstand, ne? So, wie geht's denn weiter, liebe geistige Welt heute? Ja. Du bist in der Veränderung, im Wandel, in der Transformation und wir leben im Allgemeinen jetzt in einer Veränderung, ne? Diese Veränderung sollst du zulassen und loslassen, was dir nicht mehr gut tut. Das merkst du ja, ne? Wenn du dich zum Beispiel seelisch oder körperlich nicht mehr gut fühlst, ne, dann ist das etwas, was du loslassen sollst, ne? Und Vertrauen ins Universum haben, ne? Ja. Kann sein, dass du noch oder von einem karmischen Lernpartner umgeben warst, ne? Ja, da hattest du die Lektion, was ist wichtig für dich, ne? Was willst du? Was willst du nicht? Ne? So ein Lebensabschnittsgefährte. Von dem wird jetzt losgelassen. Weil du hast dich verändert, ne? Du möchtest in die Liebe. Du möchtest auch erblühen, ne? Ziehst dich deswegen zurück, da deutet die Schildkröte drauf hin. Du möchtest in eine positive Veränderung, ja, deswegen kommt es zu einem Einbruch.
Zusammenbruch von dem, was nicht mehr gut war. Ne? Also da kommst du raus aus beengten Verhältnissen. Ne? Die können in jeder Basis sein, ne? In deiner Situation. Kommst auch zu einer zündenden Erkenntnis. Ne? Ja, vielleicht bist du auch im Moment verliebt in jemand Neuen. Ja, aber planst du die gemeinsame Zukunft, ne? Vielleicht der Seelenpartner, ja? So, wie geht's denn weiter, liebe geistige Welt? Ja, durch die Grippe habe ich immer Probleme zu atmen. Schlimm. Urteil, Selbsterhöhung. Ja, du hast es hier mit jemandem zu tun, in deinem Umfeld, der wohl sich so selbst erhöht, neidisch ist, dich bewertet. Sogar entwertet, vielleicht sogar auch verurteilt, ne? Ja, aber du gehst jetzt in deine Bestimmung, ne? Die göttliche Fügung wird greifen, die Vorhersehung, also das Schicksal greift jetzt ein, ne? Vielleicht bist du irgendwann mal von deinem Weg abgekommen, das hat mir letztens ein Freund gesagt, da bist du falsch abgebogen, bist in eine schlechte Richtung gegangen, ne? In diese, zu diesen karmischen Lernpartnern, die wohl dir nicht gut getan haben, oder karmisches Umfeld, ne, ja. Und jetzt wird das Schicksal dafür sorgen, dass du wieder auf den rechten Weg kommst, ne. Du stehst auch unter göttlichem Schutz und wirst durch deine Intuition, wirst du geführt, ne, dein Bauchgefühl. Das hast du aus der geistigen Welt mitgebracht, ne. Ja, es kann sein, dass jemand zurückkommt, sich bei dir entschuldigt, dir ein Friedensangebot macht, ne? Sich annähern möchte und dich um Verzeihung bittet, ne? Ja? Eventuell die große Liebe. Jemand aus der Vergangenheit, ne? Ja, vielleicht habt ihr euch damals nicht verstanden, da hat es einen Bruch gegeben, ne? Und dieser jemand könnte jetzt zurückkommen, das könnte die große Liebe sein. So, hol ich mal die nächsten Karten. Sind immer so, so schön gemalt, ne? Ich sag mir immer, ich kaufe mir kein Kartendeck mehr. Und dann sehe ich wieder eins und dann will haben, ne? Die rufen immer ganz laut, kauf mich, Yvonne, ne? Ja, aber das kommt euch ja auch zugute, ne? Ja, deswegen mache ich das ja. Ich male die Karten nicht nur für mich, ne? So, was kommt denn heute noch auf uns zu, liebe geistige Welt, im Namen Gottes? Ja. Du sollst Vertrauen haben. Es gibt einen Grund für alles, was im Moment geschieht. Löse dich von negativen Emotionen anderer, ne, die wohl so negativ auf dich einwirken. Weil du fokussierst dich auf das, was dich ängstigt oder dir Sorge macht. Ja, aber muss ich euch sagen, da seid ihr nicht allein, das geht mir genauso, ne. Immer Sorgen, 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 man möchte positiv denken und dann kommen die Sorgen, ne. Immer wieder in die Füße, ne? Ja, dann kriegt man diese unbegründete Angst, fokussiert sich auf Worst-Case-Szenarien, so Weckruf-Szenarien oder auf das Allerschlimmste, ne? Ja, also die Angst ist aber scheinbar größer als das Problem, ne? Ja, da kann ich mitreden, weil ich habe nämlich auch Probleme mit Phobien und Panikstörungen, ne? Angst vor der Angst. Ja, so, wie geht es denn weiter? Ja, es geht um dein Kinder, um deine Kinder oder Kindheit, ne? Ja, da mache ich mir im Moment auch Sorgen. Ja, da habe ich auch ganz liebe Kommentare von euch bekommen, ne? Ja, es geht aber auch um Personen oder Liebesbeziehungen aus deiner Vergangenheit, die wohl zurückkommen, ne? Du wirst dich irgendwie an die Ereignisse dann auch anders erinnern. Vielleicht siehst du die in einem besseren oder schlechteren Licht, ne? Als sie damals wirklich waren. Es kann ja sein, dass die alte Liebe zurückkommt. Ja, es geht aber vorwärts. Mit deinen Projekten, mit deinem Leben, mit der Schicksalsfügung, ne? Ja, du wirst Erfolg haben. Du sollst auch mal das, was du bisher erreicht hast, sollst du mal feiern, ne? Klopf dir mal auf die Schulter. Und sag dir mal, ich bin bis hierher gekommen, ich habe bis hierher überlebt, ich habe das und das erreicht, hast du klasse gemacht, ne? Sagst du dir mal selbst, ne? Ja. So, wie geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Muss ich auch mal selbst loben, ne?
Besonders, wenn dich sonst keiner lobt. Ja. Ja, du überlegst Entscheidungen in deiner Situation oder in irgendeiner Situation oder Möglichkeit. Kann sein, dass du die Dinge bei irgendwas nicht klar siehst und vor der Wahrheit da weglaufen möchtest. Naja, das möchte man manchmal am liebsten tun, ne? Ja. Übe dich in Geduld und sorge dich nicht. Nimm dir Zeit, dich mal auszuruhen, ne? Und deine nächsten Schritte zu planen. Ja. Investiere klug deine Zeit, ne? Und dein Geld. Bitte auch andere um Hilfe. Hier habe ich die zerfletterte Fee, ne? Ja, also du hast einfach zu viel Arbeit. Gar kein Vergnügen. Bist auch niedergedrückt durch ein zu hohes Maß an Verantwortung. Da bittest du mal andere um Hilfe, ne? Ja. Die, wo dir helfen, können dir vielleicht mal was abnehmen, ne? Und die Zeit des Aufschiebens ist auch vorbei. Hier habe ich wieder das Schicksal, das Rad. Also das Schicksal greift jetzt ein, ne? Es kommt ein plötzliches oder unerwartetes glückliches Ereignis, ne? Wo dich wieder auf den rechten Weg bringt, ne? Das kann eine neue Beziehung sein oder eine alte aus der Vergangenheit, eine neue emotionale Erfahrung. Vielleicht kriegst du eine Einladung bei der, wo du jemanden kennenlernst, ne? Vielleicht hast du auch aber auch eine mitfühlende Freundin, ne? Der, wo du mal deine Sorgen anvertrauen kannst. Oder Freund, ne? Männer drehen sich das Ganze bitte immer um. Ja, es geht halt in den Abschluss. In die Welt. In deinen strahlenden Erfolg. Dass du die Freiheit hast, jede beliebige Richtung einzuschlagen, ne? Hier geht es darum, dass die Reise abgeschlossen ist, aber ich denke, die wirst du noch abschließen. Viele sind noch im Transformationsprozess, ne? Hier geht es rein in die Sonne, ne? Ja, in richtig perfekt realisierte Pläne, fantastische Ideen, die dir Belohnung und Empfehlungen halt eben bringen, ja? Etwas Schönes, deine Wunscherfüllung, ne? Da wirst du dankbar sein für die Segnung des Lebens. Ja. Oh, Moment, meine Lieben, ich muss mal Nasentropfen reinmachen. Weil irgendwo muss ich ja atmen, wenn ich rede, ne? Furchtbar, die Grippe. Grippen sind schrecklich. Schon die kleinste Erkältung, die da leidet man schon, ne? So, jetzt zeige ich mal die nächste Karte. Wie geht's denn weiter, liebe geistige Welt? Im Namen Gottes. Aufbruch. Du sollst dein Misstrauen ablegen und deine Sorgen und jetzt auch handeln. Dann erwartet dich nämlich eine äußerst positive Veränderung, die auch dein Herz dann höher schlagen lässt. Ne? Vielleicht ist das der Seelenpartner, eine neue Wohnung, eine neue Arbeit. Ja, du kriegst ein Geschenk. Ja, egal wie deine Situation im Moment ist, dich erwartet eine neue Begegnung. Ne? Mit ihm oder ihr wirst du dich sehr verbunden fühlen, also ein Seelenpartner. Ne? Und er oder sie tut dir einfach nur gut, das soll ja eine Beziehung sein. Ne? Ab sofort ist jeder Tag dann ein Tag der Freude, nachher damit. Ne? Ja. So, wie geht's denn weiter, liebe geistige Welt? Das wünschen wir uns ja alle, ne? Wo wir, ich habe mal so die Leute gefragt, die wo so in glücklichen Beziehungen sind, wie fühlt man sich da? Da haben die mir alle zur Antwort gegeben, man ist total im Frieden, komplett entspannt, alle Sehnsüchte sind gestillt und man fühlt sich einfach nur wohl und totales Vertrauen. Ne? Da gehen wir jetzt rein. Ja. So, ich habe ja schon gesagt, hier sind Feinde um dich. Studiere deinen Feind und genau und bereite dich gut vor. Du bist viel schlauer als er oder sie und wirst den Sieg auch davon tragen. Und danach hast du endlich Ruhe vor ihm oder ihr. Ne? Hier tut dich jemand piesacken, sagen wir hier im Saarland. Ne? Ja, studiere die ganzen Schwächen und Fehler. Ne? So machen das die Profiler, ne? Beim FBI und überall. Ja. So, du hast auch für irgendetwas die perfekte Zeit, wo du glaubst, vielleicht ist das schon zu spät. Ne? Kümmere dich unverzüglich um deine ganzen Vorhaben und die werden dir auch dann tatsächlich gelingen. Du musst halt daran glauben.
Lieber will ich mich zu Tode glauben, als nur noch einmal an mir selbst zu zweifeln. Egal, was andere euch sagen, wenn die sagen, oh, das kriegst du sowieso nicht hin. Nix. Glaubt an euch selbst. Ihr schafft das. Ne? So, lieber auf den zweiten Blick könnt ihr euch erwarten. Ne? Ja? Eine Person, die anders ist als du. Mit der wirst du eine Familie gründen. Ne? Vielleicht hast du die auch schon kennengelernt. Ne? Dann herzlichen Glückwunsch. Pass auf, dass du ihn oder sie nicht verpasst und gib die Chance. Also wenn das jemand ist, ne, wo er jetzt sagt, oh, ich weiß nicht, ob mir diese Person so wirklich dann gefällt, ne, zugreifen. Ne? Nicht am Glück vorbeilaufen. Das ist vom Schicksal geschickt. So, die Schwierigkeiten, die du hast und Herausforderungen, die wirst du auch nur meistern, wenn du die Dinge selbst in die Hand nimmst. Selbst ist der Mensch. Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Ne? Aber eine jüngere Person kommt, könnte dir zu Hilfe kommen und hat vielleicht eine Nachricht für dich. Ne? Ja, und zieh dich um. Es gibt einen Ort, wo du hinziehen und dir ein neues Leben aufbauen solltest. Dort erwartet dich das Paradies auf Erden. Also ich habe hier auch ein toxisches Umfeld, fühle mich hier nicht wohl, ne? Ja, also irgendein Ort ist da, wo man sich glücklich fühlt, ne? Mal gucken. Ja, wir sind ja im großen Umbruch. Glücksgriff. So, du kriegst eine überraschende Einladung oder eine überraschende Begegnung oder einen Besuch. Das wird dein Leben verändern. Ergreife diese Chance und habe keine Angst vor dem, was gerade auf dich zukommt, ne? Ja, wenn man Veränderungen nur negativ erfahren hat, ne? Ja, dann hat man manchmal Schiss, ne? Gehöre ich auch dazu, bin ich ehrlich, ne? Romantik. Jo, eine neue Liebe ist schon unterwegs zu dir. Sehr kurzfristig erwartet dich ein romantisches Date oder eine liebevolle Nachricht von jemandem, ne? Ja. So, und eine Person, mit der du es zu tun hast in deinem Umfeld, die wird sich niemals ändern. Also warte da nicht drauf, ne? Mache reinen Tisch, bevor ein Sturm aufzieht. Dieser Mensch wird dich sonst schon sehr bald schwer enttäuschen, ne? Ja. Wie geht es denn weiter? Krieg schon wieder Schweißausbrüche. Das ist alles die Krippe. Souveränität, ja? Sag da halt, stopp, nein. Setze jemandem eine Grenze, der wohl die dauernd überschreitet. Und lass dich nicht länger von jemandem verletzen. Du hast verdient, gut behandelt zu werden, ne? Ja, mach genauso weiter, wie du jetzt da machst auf deinem Weg, ne? Auch wenn du von anderen dafür belächelt wirst. Du erkennst halt eben das große Ganze und andere eben nicht, ne? Ja. Und du sollst dich auch mal zurückziehen. Das ist unerlässlich für dich, ne? In die Stille gehen und ganz bei dir bleiben, dass du dich mal regenerieren kannst. Und dann findest du auch bald die optimale Lösung für deine Probleme. Ja, weil es kommt zu einem Wendepunkt, das Schicksal greift ein, habe ich ja gesagt. Ne? Und wenn du zu negativen Dingen Nein sagst, öffnen sich neue Wege für dich, die dich deiner Bestimmung näher bringen. Und deine Weitsicht führt dann zum maximalen Erfolg. So, die extrem harte Zeit ist scheinbar vorbei, ne? Ja, lass die Vergangenheit ruhen. Schone deine Nerven und deine Kräfte. Ja, alles andere ist ja nichts, ja? Weil du stehst nämlich vor einem Neuanfang. Die Lösung für deine Probleme ist vielleicht auch eine berufliche Veränderung oder ein Umzug. Das hatten wir ja vorhin auch. Erfolg, Glück, Leichtigkeit erwarten dich wie nie zuvor in deinem Leben. So, dann ziehe ich uns jetzt mal noch Kraft hier und lasse dafür aber die Tagesimpulse weg, ne? Weil ich kann nicht so lange reden, weil das ein bisschen anstrengend für mich ist. So, liebe geistige Welt, im Namen Gottes, welche Krafttiere begleiten uns denn? Ne? Der Phönix. Oh, schön, es kommt zur Wiederauferstehung, zur Wandlung. Am Ende des Tunnels ist ein Licht, ha, Gott sei Dank, ne? Ein alter Zyklus vollendet sich. Vertraue auf die Kraft deiner Erneuerung. Also wenn du wie ich da so erschöpft, da in der Gegend rumbabbelst und krank, ne? Also du wirst wie aus der Asche wieder auferstehen, ne? Wunderbar. Hm.
Ja, du bist auch willensstark, wie der Steinbock. Ja, Konzentration und Ausdauer sind jetzt für dich erforderlich. Dein Weg, den wo du gehst, der wird dir Erfolg und neue Wachstumschancen auch bringen, ne? Ja. Hier habe ich den Lachs, der schwimmt ja gegen den Strom, ne? Da kommst zur Verjüngung. Mhm. Du wirst immer eins sein mit der Quelle deines Seins, ne? Erfolg und neue erfüllende Aufgaben kündigen sich nun an, ne? So, jetzt hier aber mal noch welche. Ach, schlimm da mit der Luft. Kobra. Oh, ich mag Schlangen nicht. Selbstmeisterung. Aber das ist halt eben die Kundalini-Kraft, ne? Neue Energien werden jetzt frei. Deine regenerativen Kräfte entfalten sich, ne? Ja, die könnten sich bei mir auch mal entfalten, ne? Krokodil, die Transformation und wieder der Schmetterling, ne? Also es ist die Veränderung, die liegt halt einfach da. Urängste und alte Blockaden können jetzt von dir überwunden werden. Tiefsitzende Wunden finden jetzt Heilung, ne? Wir haben ja alle Wunden davon getragen, ne? In früheren Leben, in der Kindheit, durch Beziehungen, ne? Ja. Und das kann scheinbar jetzt heilen, ne? Ja. Ich zieh mal noch eine. Hahn und Henne, Erneuerung. Ja, es geht um die Erneuerung. Ich bin immer wieder verwundert. Ich hole so viel Kartendecks. Und alles passt so ineinander, ne? Eine Inventur deiner Seele steht an. Sei gut zu dir selbst. Es kommt zur Erneuerung, ne? Ja? Unvorhergesehene Ereignisse kündigen sich an. Hatten wir vorhin auch schon. Und alles dient deinem Besten. Der Kojote ist aber, ja, passt auf auf falsche Menschen, ne? Ja? Vertraue deinem Weg und seid achtsam, studiert euren Feind, ne? Und jetzt kommt die Ratte. Eine Zeit des Aufbruchs und des Neuanfangs steht jetzt bevor, ne? Ja. Genau. Mit dieser Karte, oder der Fuchs, der zieht mich noch an. Du kommst zur Selbsterkenntnis, ne? Zieh dich zurück, weil das hatten wir hier auch schon. Schmiede dein Glück abseits der ausgetretenen Pfade. Musst dir ja erstmal Gedanken machen. Was könnte mich denn glücklich machen, ne? Ja, in deinem Innern wird ein Licht neu geboren. Also Gott hilft dir jetzt, ne? Geh in die Selbstbestimmung, sei vollkommen entspannt oder versuch's zumindest mal. Also ich bin auch nicht entspannt, ne? Wenn ihr immer meint, Kartenlegerin, geht's vielleicht besser, nur weil wir da so ein bisschen in die Zukunft gucken können. Wir haben genauso tägliche Probleme wie ihr auch, ne? Also wenn ich nicht entspannt bin, da laufe ich auch darum. Ich bin entspannt, danke, dass ich entspannt bin, lenke mich ab, ne, mit Hausarbeit. Oder gucke irgendwas Schönes, ne, ich gucke so gerne so verschiedene Charaktere im Fernsehen, wie den Elementary, den Bull, wo sie jetzt leider abgesetzt haben, ne, ja. Ja, das entspannt mich, ne, oder tut malen, macht irgendein Hobby, ne. Ja, folge deinen ganzen Impulsen, fokussiere dich aufmerksam auf das, was dir wichtig ist, ne. Jetzt kommt dein Karma auf dich zu, das Schicksal, die Gerechtigkeit, ne? Das, was du gesät hast, das wirst du jetzt ernten. Gerechtigkeit und Ausgleich stehen jetzt an und alles rückt sich jetzt in das rechte Maß. Und mit dieser schönen Karte beende ich jetzt auch die Kartenlegung. So, ich freue mich über ein Like, ein Kommentar, die lese ich auch immer alle, da freue ich mich immer sehr. Was ihr mir für schöne Botschaften immer schreibt, die beantworte ich auch alle, ne, ja. So, und dann, wenn ihr meinen Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, auf alle geht, damit ihr kein Video verpasst, weil ich nie weiß, wann meine Kartenlegung hochgeladen ist. Also ich habe hier extrem langsames Internet, ne? Wie eine Schnecke lädt das hoch, ne. Also deswegen wäre es besser, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Und vielleicht das Video auch ein bisschen teilt, weil andere fühlen sich vielleicht angesprochen. Das sind vielleicht irgendwelche wichtigen Botschaften. Sind für andere vielleicht auch dran, ne? So, ansonsten danke ich euch für eure Treue, fürs Zuhören, für die lieben Kommentare, für die ganzen Rezepte für meine Gesundheit und dass ihr euch da Sorgen macht, ne? Also wenn man so gut behütet ist von euch wie ich, ne, da kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen, ne? So, dann wünsche ich euch mal noch einen schönen Tag,
Ne? Zieht euch zurück, wenn euch etwas zu viel wird. Ja. Versucht euch mal selbst zu sehen, wie Gott euch sieht. Der liebt euch nämlich genauso, wie ihr seid. Ne? Wenn es euch nicht gelingt, auch nicht schlimm. Macht ihr so kleine Übungen, wie stellt euch mal vor den Spiegel, sagt ihr euch, ich liebe dich. Egal, was andere zu euch sagen. Ne? Ja. Ja, guckt euch mal eure positiven Seiten an. Ne? Ja? Die, wo ihr lieben könnt. Ne? Ihr seid was Besonderes. Ne? Ihr kommt von Gott. So, das wär's dann mal von mir. Ich danke euch fürs Zuhören. Tschüss.